Ankunft in Neu-Delhi. Zu Beginn seiner zweitägigen Indienreise hat Bundeskanzler Olaf Scholz die indische G20-Präsidentschaft aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine klar zu benennen. Auf dem letzten G20-Gipfel auf Bali im November 2022 hat die G20 in dieser Hinsicht ein starkes Signal gesendet, sagte Scholz der Times of India in Anspielung auf die deutliche Verurteilung des russischen Angriffs unter der indonesischen Präsidentschaft. Darauf solle während der indischen Präsidentschaft aufgebaut werden, so Scholz. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Abschlusserklärung der G20-Finanzminister an strittigen Formulierungen zum Krieg scheitern könnte. In Neu-Delhi wurde Scholz am Samstag von Ministerpräsident Narendra Modi begrüßt. Auf seiner zweitägigen Reise, die ihn auch nach Bangalore führt, wird Scholz von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Eines der Gesprächsthemen wird eine engere Rüstungskooperation mit Indien sein. Das Land möchte 6 konventionelle U-Boote im Wert von 4,9 Milliarden Euro kaufen.